Ich habe für die Weitschüsse mit der doppelläufigen Schrotflinte fast am längsten gebraucht. Von den anderen Challenges, überhaupt die Akimbo-Challenge war natürlich ziemlich einfach. Aber irgendwas hat bei den Weitschüssen einfach nicht geklappt. Mir ist vorgekommen, dass eigentlich die Distanz von den Schüssen von der Weite her eigentlich ziemlich gut war. Wahrscheinlich hat es an den Aufsätzen auch gelegen. Akimbo ist zwar eine gute Distanz gegangen, aber es war nie richtig. Es waren weite Schüsse, aber anscheinend nicht weit genug Schüsse. Deswegen habe ich jetzt diese Aufsätze probiert. Ihr könnt es nochmal überprüfen am Anfang des Videos mit Packed Power, gebackenes Pulver. Hoffentlich auf Deutsch, da ich das Spiel eigentlich lieber in Englisch spiele. Die englischen Stimmen taugen mir mehr. Aber ja, hat lang gedauert mit diesen Einstellungen, auch mit Vital ist es am besten gegangen. In der Dome-Map und in Demjansk ist es am besten gegangen. Da war Distanz da. Da waren ein paar gute Abschüsse dabei. Überhaupt in der Dome-Map, die ich jetzt gerade spiele, die Goldene Einhorn, habt ihr vielleicht gerade gesehen, habe ich dann auch fertig bekommen. Und die Waffe wurde auch Gold und sind, was die letzte Schrotflinte war, die ich gebraucht habe. Dann auch Diamant. Und da sind ein paar gute Weitschüsse rausgekommen aus der Map. Ansonsten bin ich auch verwirrt herumgelaufen, sehr viel. Komischerweise Akimbo, wie ich es mit Akimbo probiert habe, ist nicht viel gegangen. Bin mir nicht genau sicher, warum das so war. Weil wer weiß, wer Akimbo probiert hat mit der Doppelläufigen, die geht eigentlich ziemlich gut. Die killt ziemlich schnell. 1 gegen 1 auf kurze Distanz, einfach keine Chance, die Gegner. Dann habe ich es mit Slug probiert. Das war mal eine ganz schlechte Erfahrung. Da war ein Longshot. Sehr schön, sehr schön. Mit Slug habe ich es probiert. Ich habe mir zuerst gedacht, Slug muss ja die Reichweite haben. Dafür ist es ja bekannt. Und wollte dann Slug mit Anzielen probieren. Aber Slug, mir kommt vor, man trifft einfach nichts. Bug und Slug ist zwar immer eine gute Kombi gewesen. Aber er ja, hat dann auch nicht gereicht mit Bug und Slug. Sonst habe ich es mit Brandmunition einmal probiert. Aber Packed Power, ein paar Zusatzaufsätze, wo man mehr auf Accuracy, Genauigkeit und schnelles Anzielen, alles was in diese Richtung geht, so ist es am besten gelaufen. Ich sehe schon mal Hunde rumlaufen. Nicht meine. Die guten Killstreaks waren dann nicht dabei. Das muss man auch rechnen, wenn man wirklich auf die Distanzschüsse geht, wird viel angezielt. Und die Schrotflinte spielt sich am besten aus der Hüfte über diesen Schuss jetzt. Das ist, wofür die Doppelläufige bekannt ist. Viel Nachladen, aber auch sehr viel Killen. Und die Langschüsse, lange Distanzschüsse. Die haben nicht ganz hingehaut. Es waren sehr viele Schüsse dabei, wo ich sagen würde, das müsste eigentlich ein Longshot sein, wie dieser gerade. Oder dieser hier. Nope. War kein Kill. Okay. Dann ergibt es Sinn. War nur ein Tod, dass es kein Longshot war. Aber bei vielen Schüssen habe ich mich auch oft gefragt, warum das jetzt eigentlich nicht gezählt hat als Longshot. Und dann bin ich auch oft auf einfach Sniper-Schüsse gegangen mit dieser Waffe. Wofür sie natürlich auch nicht gemacht ist, so wie dieser hier. Da war die Reichweite natürlich nicht ausgehend dafür. Ich glaube, das war ein Longshot. Kingslayer, Longshot, Headshot, Avenger, alles, alles, alles dabei. Und das ging nicht bei jeder Map. Shipment habe ich auch viel gespielt. Shipment natürlich totales Shotgun-Chaos. Da ist natürlich auch sehr gut gegangen. Da habe ich auch die anderen Shotgun-Challenges sehr gut weitergebracht. Aber die Longshots, bei manchen Waffen sind halt nicht ausgelegt für Longshots. Mir ist vollkommen Einhorn, ist es sehr schnell gegangen. Einhorn-Brandmunition ist sowieso eine tödliche Kombi. Wobei Einhorn immer das große Problem die Nachladezeiten waren. Da war wieder ein Longshot. Der hat auch Reichweite gehabt, der war verständlich. Longshot wieder. Ich habe, glaube ich, 15 bis 20. Naja, vielleicht ein bisschen weniger. Wieder ein Longshot. Ich habe wahrscheinlich 15 bis 20 Longshots in diesem Map, diesem Match alleine bekommen.
auch sehr viele Tode, deswegen, weil ich sehr viel auf Longshots gegangen bin. War da jetzt der Multi? Ne, der ist erst später. Der ist erst später. Ich glaube, da habe ich gerade ein bisschen später im Match in der gleichen Situation einen guten Multi gerissen. Während ich jetzt, glaube ich, eine Killstreak abwarte vom Gegner. Ab, da ist gekommen, Diamant freigeschalten. Das heißt, da waren meine Longshots dann fertig. Hätte ich switchen können, aber. Ah, meine Killstreak ist in der Luft, deswegen verstecke ich mich. Mein Bombing Run, das wäre ein schöner Multi gewesen, wäre Betonung. Ist leider nicht so weit gekommen. Und dann geht das Sterben wieder schnell weiter, wo man dreimal am Spot stirbt, nachdem er sich wiederbelebt. Ohne Chance. Und dann irgendwo seine Longshots probiert, die natürlich auch nicht ganz funktionieren. Danke fürs Herlaufen. Sonst wäre da kein Kill draus geworden. Aber ja, Longshots hat am längsten fast gedauert. Kills mit Anzielen ist nicht so schlimm gewesen. Wahrscheinlich, weil ich oft genug Shipment gehabt habe. Da ist gegangen, da macht man sowieso nichts anderes. Headshots hat auch komischerweise lange gedauert. Hätte mit Backbauer vielleicht auch nicht so schlecht funktionieren können. Und was ihr da kurz gesehen habt, Einhorn mit Brandmuni, ein, zwei Schüsse drauf, dann gewechselt. Die zwei Longshots waren fies. Haben, glaube ich, beide auch gezählt. Wieder ein Longshot. Also in dem Spiel hätte ich es vielleicht schon alleine geschafft, die Longshots fertig zu machen. Aber zurück zu Einhorn. Könnte auch eine Taktik sein. Schnell wechseln. Einhorn mit Brandmuni, ein paar Schüsse drauf und dann versuchen mit der Doppelläufigen zu snipen. Ansonsten geht in diesem Spiel, glaube ich, nicht mehr viel ab. Ich versuche noch immer die ganze Zeit Longshots gerade zu machen, weil ich es übersehen habe mit Diamant, dass ich es freigeschalten habe. Einfach auf Nummer sicher gehen. Wieder ein Longshot, ja, ja. Und wieder ein Tod. Der passiert im Dom. Oh, ist jetzt der Multi dran? Ich glaube, jetzt kommt er. Beim zweiten Mal runtergehen jetzt. Ja, und dann noch einer mit Einhorn. Was so Spaß macht. Und dann 5 Minuten Einhorn nachladen, so wie es sein muss. Das ist der Gute und das Schlechte an manchen Waffen. Sehr stark, aber mit viel Nachladezeit. Überhaupt bei meinen Einhorn. Ich habe sehr viel Einhorn-Nachladespiele, wo ich einfach nur ein, zwei Leute kill und dann mal für 30 Sekunden in Deckung sitze, damit ich die Waffe nachlade. Da macht die Doppelläufige schon ein bisschen mehr Bock. Schnelles Nachladen, aber viel Nachladen halt auch. Ist über der einen Hand. Das sieht man jetzt ewig lange. Ewig lange. Während die Doppelflinte. Ja, man kann viel aus der Deckung schießen und Snipe probieren, so wie jetzt gerade. Aber es kommt natürlich sehr wenig was dabei raus. Ist halt dafür gemacht, aus weiter Distanz zu schießen. Bin mir nicht sicher, warum das gerade kein Longshot war. Ja, manchmal gibt dir Call of Duty die Longshots. Manchmal sagt er, nee, das ist ein Zentimeter zu wenig. Und manchmal stirbt man auch wieder sofort im Dom und kommt irgendwo raus und stirbt wieder. Der Longshot da war mal extrem stark und weit. Der muss schon ziemlich stark gehittet sein. Und dann kommt wieder der Tod natürlich. Und das Spiel ist auch schon vorbei. Jetzt gönnen wir uns noch die Killcam, die den Kill zeigt, bevor ich meinen Multi mache, weil der natürlich wichtiger ist als der Multi an sich. Wem interessiert der Multi-Kill? Zeigen wir doch den einfach davor, bevor man die drei Abschüsse macht. Sehr gut ausgesucht, Call of Duty. Wie immer, gute Killcam zum Schluss. Ansonsten, ja, packendes Pulver auf die Waffe, vital. Schön anzielen oft, anzielend herumrennen. Dann funktionieren die Longshots, die Weitschüsse. Und dann kriegt ihr das auch hin. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und tschüss.